Und da sind wir wieder im Trainingsraum. Willkommen an Bord der Rogue Shadow Master. Ich habe diesen Trainingsraum erst kürzlich für Sie ganz persönlich eingerichtet. Hier können Sie den Umgang mit Machtkräften und Machttechniken in mehreren Lernprogrammen und Kampfmodulen erlernen. Gemäß Lord Vaders Anordnung sind sämtliche Module darauf programmiert, sie zu vernichten, genau wie ich. Wunderbar. Machtgriff ist eine Ihrer wesentlichen Machtkräfte. Drücken und halten Sie RT, um ein Objekt mit der Macht aufzunehmen. Tada! Ausgezeichnet! Benutzen Sie den linken Analytiker, um das Objekt vor und zurück nach links und rechts zu bewegen. Gut. Beachten Sie, dass Sie sich nicht bewegen können, während Sie sich derartig konzentrieren. Benutzen Sie nun den rechten Stick, um das Objekt nach oben oder unten, links oder rechts zu bewegen. Ja. Demonstrieren Sie nun Ihre Beherrschung des Machtgriffs, indem Sie das Objekt durch diese drei Glasscheiben werfen. Komm her. Sie können den Machtgriff auch zu verwenden, um ein Objekt aufzunehmen oder zu werfen. Drücken und halten Sie RT zum Greifen, zeigen Sie dann mit dem linken Stick die gewünschte Wurfrichtung und lassen Sie R wieder los. Check. Boing. 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 Gut gemacht, Master. Sie haben dieses Trainingsmodul abgeschlossen. Schick. Auf geht's nach Nashadda. Der Supersternzerstörer, aber er ist noch in Aufbau. Proxy, gib mir das Ziel. Laut imperialen Aufzeichnungen war Ram Kota ein angesehener General während der Klonkriege. Ihr jagt Jedi. Ich bestrafe Darth Vaders Feinde. Das tut ihr jetzt auch. Fahr fort, Proxy. Meister Kota war ein Militärgenie, doch er hielt die Klonsoldaten nicht für kampfbereit. Er verließ sich auf seine eigene Miliz. Dann waren keine Klone bei ihm, als Order 66 erteilt wurde. Nach der Order 66 verschwand er. Imperialen Berichten zufolge soll er tot sein. Warum taucht er dann auf und greift das Imperium an? Er will gefunden werden. Dann laufen wir in eine Falle. Wie viele Piloten habt ihr bisher verloren? 7. Wunderbar. Koordinaten für Nashadda eingegeben. Lichtgeschwindigkeit. Sperrt die Kommandozentrale ab und bringt den Holo-Projektor zum Laufen. Ja, Sir. Alle Trupps sollen ausschwärmen und die Opposition zu uns treiben. Sprengladungen auf den Ebenen 2, 5 und 12, wie geplant. General Kota, er ist hier. Hab ich euch aus dem Versteck gelockt. Das Eindämmungsfeld in Hangar 12 senken und die Männer sollen in Position gehen. Ja, General. Er rechnet anscheinend mit jemand ganz anderem. Wie gut, dass wir sein Schüler sind und genauso gut drauf sind. Wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Und unser guter Starkiller ist halt schon etwas Besonderes. Also der hat schon ein bisschen mehr Power. Guten Tag. Hui! Sorry. Ich muss immer mit irgendwas herumspielen. Ich hab da... Oh, ja. Da ist übrigens ein Loch und da ist übrigens das so. Und da ist übrigens so. Und wenn ich das so mache, dann kann ich... Ich glaube, das wird nicht gut sein, wenn ich hier noch mehr kaputt mache. Boing. Kann ich schon irgendwas machen? Ah, okay. Wir können jetzt auch schon die ersten Kombinationen machen. Da können wir so nach vorne sprinten. Okay, es geht auch. Verwenden den Machtschub, um Türen zu öffnen. Ja, yeah, mach ich doch mal mit. Achso, ich kann auch gar keinen aufgeladenen. Okay, alles klar, easy.
Kann es irgendwie sein, dass ich bis jetzt noch nicht wirklich viel drauf habe? Das macht Bumm neben mir. Na, wer hat noch nicht? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Wer will noch? Boing! Das Ding gef... Hier. Du hast den Sifferlokam geöffnet. Das verleihen dir für kurze Zeit große Kraft. Wunderbar. Bam! Jetzt räumen wir doch mal hier ein bisschen auf. Bringen wir ein bisschen Leben in die Bude. Was wirfst du eigentlich mit Zeug auf mich? Bist du eigentlich blöd? Da. Mir wird angezeigt, dass die Hangarschotttür versiegelt wurde. Ihr müsst einen Weg durch diese Tür finden. Ah, das sind ja ganz viele Nupsis. Ganz viele kleine Nupsis. Oh, du fliegst mal da ein bisschen durch die Gegend. Jetzt habe ich, glaube ich, meine Ruhe. Und weil wir es ja haben, wir haben unseren eigenen professionellen Türöffner dabei. Ja, bitte? Ich habe gedacht, ich habe euch erledigt. Oder gibt es da nochmal neue Nupsis von euch? Ja. Ja, oh ja, komm. Weg mit dir. Ist ja okay. Ja, komm, ein bisschen blocken. So, dich mag ich nicht und dich mag ich auch nicht. Ist ja okay. Seit wann kommen denn da so viele? Ist ja okay, 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 alles klar, easy, easy. La la la. Ja, hier, komm, ein bisschen blocken. Oh, du fliegst mir mal da rein. Da kommt man da hin und du gehst mal dahin. Und dich mach ich mal nachher drüben, weil du gehst mir eher um den Dack. Ach, das geht auch noch, alles klar. Chillig. Jetzt fangen wir mal mit den großen Geschossen hier an. So. Wenn wir schon dabei sind, dann jagen wir halt den ganzen Hangar in die Luft. Komm, das können wir doch mit dir auch machen, gell? Ja, das machen wir jetzt. Natürlich machen wir das jetzt. Komm her, mein Kleiner. Du fliegst mir jetzt. Ist da noch einer? 4 von 5 TIE Fightern. Hi. Na du? Oh ja. So, jetzt geht's mir gut. Jetzt geht's mir gut. Ich habe meine Aggressionen rausgelassen. Ich hab so ein bisschen aufgeräumt. Ich räume hier noch ein bisschen mehr auf. Was ist das für eine Scheißtür? Diese Scheißtür ist blöd. Ach, jetzt werft ihr wieder mit Granaten. Ja, ihr seid ja cool. Oh, du bist mal bitte leise. Boing. Komm schon, halt dich fest. Sind wir hier bei der Flughansa. Boing. Ich bin ins Kommunikationsnetz der Einrichtung eingedrungen. Im realen Berichten nach zu urteilen hat General Kota bereits die Kommando. Die Verbindung zur Macht ist stärker geworden. Du erhältst 3 verschiedene Rangsphären. Steigerung. Oh, cool. Wähle Macht-Upgrades aus dem Menü aus und drücke A. Jo, schön. Macht-Upgrades. Krass, Sphären verbessern deine Machtfähigkeit. Kombosphären schalten tödlicher Kombos frei. Talentsphären verbessern deine Fähigkeiten. Cool. Drücke A, um die gewählte Kraft zu verbessern. Mit RB oder RLB kannst du den Machtkombos-Bildschirm und den Machttalente-Bildschirm öffnen. Okay. Machttalente. Machtkräfte. Mal überlegen.
Machtblitz ist noch nicht freigeschaltet. Ich sehe euer. Super! Wenn, dann machen wir das doch mal so. Machtkombos. Ich brauche da 2, 1. Kann ich irgendwas machen? Was kann das? Oh ja! Das ist cool. Stärke, Machtfokus, Vitalität, Machtfokus. Jeder Rang steigt deine maximale Machtenergie. Weil ich doch so ein Machtbürschchen bin, ist das immer sehr gut. Jeder Rang steigert die Geschwindigkeit, die sie Machtenergie herstellt. Jawoll! I like. Und die Machtförder testen wir noch gleich mal. Jawoll! Ach, jetzt geht das auch. Kann es sein, dass ich da vorne ein bisschen Unordnung gemacht habe? Es tut mir ausgesprochen. Ach, ihr seid so Nahkampf-Nupsis. Ja, ihr seid ja wunderbar. Hier. Bisschen. Habt ihr einen Freiflug gehabt? Was bist du für ein kleiner Nupsi? Ja, komm her. Ja, willst du auf mich schießen? Jetzt reicht's mir. Hui! Eclipse an Starkiller. Ich habe eine Nachricht vom Flugzeug empfangen. Das Imperium hat eine TIE Fighter Staffel in eurem Sektor beordert. Hallo! Haltet die Augen offen. TIE Fighter Staffel? Oh, da kommt der kleine Nupsi. Ja! Oh, es wäre eine Schande, wenn jemand dir was in den Weg machen würde bei dem vielen Verkehr, nicht wahr? Hä? Komm schon! Ach, leck mich doch! Gedacht, ich kann mal ein bisschen herumtrollen. Was werft ihr eigentlich mit Explosivgeschossen nach mir? Seid ihr echt scheiße? Guck mal. Wenn diese TIE Fighter nicht auf der Stelle mal aufhören zu nerven. Dann, Moment mal kurz. Ich habe da was in Erinnerung gehabt. Ich kann da was machen. Oh. Ich kann da was bauen. Kann ich da rauf? Wow! Was geht denn mit dir ab? Hehe! Okay, alles klar. Hat doch nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ey, komm her! Okay, alles klar. Klappt doch nicht ganz so. Ich hab nichts gesagt. Nein, nein, nein. Nein, okay. Alle Neune! So, noch einer weniger. Noch einer weniger. Und du kannst übrigens mit dem Ding da spielen. Und du fliegst mir mal. Wuhuhui! Dass die alle so... Carsten spielt! Company of Heroes, sei gegrüßt! Ihr werdet gerade ungemütlich, Leute. Noch einer weniger. Gibt hier noch was? Ja, natürlich gibt hier noch was. Was kann das? Machttalent-Sphäre. Boing. Boing. Und da fliegt er.
lalala. Noch ein bisschen weiter nach oben. Guten Tag zusammen. Ach, der hat so ein Geschütz da. Ach, jetzt wird's ja richtig lustig hier. Magst du mit mir spielen? Magst du mit mir spielen? Komm, lass das Ding los, hallo. Musst du denn hier bei Wünsch dir was oder was? Ja, da. Damit darfst du spielen. Hebt er sich da an dem Bauklotz da fest, ey. Das sind drei. Gibt's hier noch was Schönes? Ja, natürlich gibt's da was. Boah, ist das versteckt. Ich hätte es niemals gefunden. Macht Kombosphäre. Hinten gibt's, glaube ich, irgendwas. Boing. Weil es so schön ist, räume ich die erstmal ein bisschen aus dem Weg, weil die sind mir sowieso im Weg. Oh, das gibt wieder einen ziemlich langen Part. Deswegen lasse ich hier mal so ein bisschen die Sachen fliegen und mit diesem Stormtrooper beenden wir den Part.